Stellt euch mal vor, es gibt eine Razzia im Bundeskanzleramt. Das Ende der Regierung aufgrund der Ermittlungen zu Nord Stream, wie der Generalbundesanwalt hier unsere Regierung ins Exil schicken kann und was die FDP damit zu tun hat und ob das hier der goldene Weg aus der Ampel ist, erfährst du in diesem Video und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich hoffe, du hast mein Video gesehen, dass unser Kanzler schuldig ist, was die Billigung der Sprengung der Nord Stream Pipelines angeht. Es gibt über diese Geschichte viel zu spekulieren, viel zu behaupten, viel zu berichten. Wir kommen aber jetzt heute mal zu einer viel spannenderen Frage. Wie kommt es, dass es so lange gedauert hat und jetzt auf einmal losgeht? Nach den Berichten des Wall Street Journal wissen wir heute denn zuverlässig, dass die USA und die Niederländer Deutschland schon 4 Wochen nach dem Anschlag 22 darüber informiert haben, welches Boot, welche Route, welche Personen für diesen Anschlag verantwortlich sind, inklusive die Mitwisserschaft und damit die Mittäterschaft des ukrainischen Präsidenten und von Herrn Saluschny, damaliger Militärchef, heute Botschafter in Großbritannien. 2 Jahre lang sitzen sie auf diesen Ermittlungsergebnissen und ja, es gibt natürlich immer das Problem, Sie hätten das gerne jemand anderem in die Schuhe geschoben, aber Ihre Spuren sind jetzt seit 2 Jahren in der Ukraine stehen geblieben und Sie haben in 2 Jahren es nicht geschafft, irgendeinen Russen zu finden, dem Sie hier nachweisen können, dass er Rubel dafür bezahlt hat für diese ganze Aktion. Das Problem haben Sie schon die ganze Zeit, dass Sie eigentlich wissen, dass es die Ukraine ist. Und ich wette, Sie hätten das gerne noch maximal weit hinausgezögert. Und zwar bis zum Ende des Ukraine-Konfliktes, um danach dann damit aufzuräumen. Jetzt kommt es allerdings ganz anders. Ich habe mir die Frage gestellt, warum? Warum? Und dann ist mir hier wieder eine Besonderheit aufgefallen. Ich habe es euch im letzten Video schon gesagt. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es denn hier sein kann, dass der Generalbundesanwalt in Deutschland von der FDP angewiesen wurde, die Ermittlungen über Nord Stream jetzt zu forcieren. Denn wenn Mitglieder der Regierung hier verwickelt sind, würde das am Ende eventuell einen Haftbefehl des Generalbundesanwaltes gegen ein Regierungsmitglied zur Folge haben. Wir könnten hier immerhin den Tatverdacht des Hochverrates erfüllt haben. Ich sage nur könnte, ja. Also das ist eine schwerwiegende Anschuldigung, die hier im Raum steht. Und da muss man genau prüfen, wer was wusste und wer kann den Generalbundesanwalt anweisen. Unser lieber Justizminister Marco Buschmann. Ich habe dann ChatGPT gefragt und dann hieß es, es gibt keine konkreten Beweise oder glaubwürdige Informationen, die darauf hindeuten, dass der Generalbundesanwalt auf Wunsch der FDP aktiv daran arbeiten könnte, die Ampelkoalition durch Ermittlungen in Bezug auf die Nord Stream-Sprengung zum Scheitern zu bringen. Ja, es gibt keine konkreten Beweise, das stimmt schon. Und dann hat er ja diesen berühmten Satz gesagt, der Generalbundesanwalt in Deutschland handelt unabhängig und ist in seiner Arbeit nicht an Weisungen der Regierung oder Parteien gebunden. Am Ende sagte er mir noch, es ist immer wichtig, das kritisch zu hinterfragen. Und dann habe ich ihn nur darauf hingewiesen, dass der Generalbundesanwalt selbstverständlich Anweisungen vom Justizminister erhält. Erst vor wenigen Wochen hat er die Freilassung des Tiergartenmörders nur auf Anweisung des Justizministers durchgeführt. Daraufhin kam dann die Antwort, dass die Unabhängigkeit des Generalbundesanwaltes in Deutschland tatsächlich komplex ist und von verschiedenen Faktoren abhängt. Der Generalbundesanwalt soll theoretisch unabhängig agieren, jedoch gibt es in der Praxis bestimmte Situationen, in denen er Anweisungen vom Justizminister erhalten kann. Das prominente Beispiel ist jetzt die Freilassung des verurteilten Mörders im Falle des Tiergartenmordes. Der Generalbundesanwalt wurde hier tatsächlich auf politischer Ebene beeinflusst. Das zeigt, politische Einflussnahme beim Generalbundesanwalt, die gibt es. Im Kontext mit der Nord Stream-Ermittlungen gibt das ein ganz neues Bild. Ob der Generalbundesanwalt hier auf Anweisung der FDP gehandelt hat, ist selbstverständlich aktuell nur spekulativ. Ich habe keine konkreten Beweise dafür. Allerdings, wenn wir uns dann nochmal anschauen, dass der Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel FDP-Mitglied ist, dann kommt jetzt hier eins zum anderen. Christian Lindner steht mit dem Rücken an der Wand. Er weiß, dass wenn er mit dieser Koalition durchregiert bis nächstes Jahr, dass die FDP aus dem Bundestag rausfliegt. Wenn jetzt allerdings am Ende es eine Möglichkeit gibt, dass der Generalbundesanwalt, der sogar auch von der FDP ist, dafür sorgt, dass es zu Neuwahlen kommt, ohne dass die FDP ausgestiegen ist, haben sie nicht den schwarzen Peter. Ich finde, das ist ein wirklich
erstklassiger Exitplan, wenn das die FDP sich so ausgedacht hat. Sie wollen Scholz nicht das Messer in den Rücken rammen, um für zukünftige Regierungen nicht als die Verräter dazustehen. Und dafür nehmen sie dann den Generalbundesanwalt, der schon seit 2 Jahren auf den Namen der Ukrainer sitzt und jetzt dann einen Haftbefehl ausgestellt hat. Ich dachte erst, das hat was mit den Landtagswahlen im Osten zu tun, aber ganz ehrlich, die Leute im Osten lassen sich ja auch nicht verarschen. Also die lassen sich jetzt nicht beeinflussen davon, dass jetzt hier mal irgendwas passiert, sondern viel spannender wird es, wenn unser Generalbundesanwalt, der ja eigentlich auf die Weisung nur des Justizministers hören muss, das ist Herr Buschmann, auf einmal bei Herrn Scholz vorbeikommt. Das wäre dann spannend zu sehen, ob Olaf Scholz seine Richtlinienkompetenz dann gegenüber Herrn Buschmann ausüben könnte und den Generalbundesanwalt direkt anweisen könnte, von ihm abzulassen. Ihr seht, die Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland ist eines der größten Probleme, was wir haben. Es dürfte überhaupt keine Möglichkeit geben, dass irgendjemand dem Generalbundesanwalt eine Anweisung geben kann. Und ob sich unser Kanzler hier schuldig gemacht hat des Hochverrates, ist auch eine spannende Frage. Es ist definitiv Fakt, dass deutsche Beamte informiert gewesen sind über die Anschlagspläne und keine Schutzvorkehrungen aufgefahren haben. Es waren keine Patrouillenboote unterwegs, keine spezielle Überwachung. Und das ist am Ende hier wirklich der große Skandal. Und es würde mich nur zu köstlich amüsieren, wenn unser Teflon-Kanzler Scholz am Ende über die Ukraine fällt und ihre Nord Stream-Ermittlungen. Man hätte das damals den Leuten viel schneller offenbaren müssen. Jeder in diesem Land hat eine Vermutung, wer es ist, entweder der oder der, das wissen wir ja. Und jetzt sitzen sie 2 Jahre drauf, haben uns gar nichts erzählen wollen, um jetzt damit rauszukommen, ja, dann waren es doch die Ukrainer. Ja, ach, hat ja keiner von Anfang an behauptet, dass es vielleicht die Ukrainer gewesen sind. Aber jetzt auf einmal, wenn wir das Ganze jetzt zeitlich mal einordnen, Sie suchen jetzt den da drüben. Okay, jetzt ist die Frage, warum suchen Sie denn nicht Saluschny? Ja, hier, der ist zwar Diplomatenstatus als Botschafter, warum suchen Sie nicht Selenskyj? Und was ist denn hier mit den Regierungsbeamten? Aber da haben wir wieder das Problem, der eine ist von dem anderen abhängig. Der Bundesnachrichtendienst wusste es, hat den GBA informiert, der BND untersteht dem Kanzleramt, das macht es hier besonders für Olaf Scholz. Sie wussten, dass sie die Pipeline sprengen wollten und sie haben es billigend in Kauf genommen. Damit alleine ist man als Bundeskanzler unhaltbar, aber das wird nicht reichen, um Olaf von seinem Stuhl wegzubekommen. Ich glaube, dafür bedarf es härterer Maßnahmen des Generalbundesanwaltes. Stellt euch mal vor, es gibt eine Razzia. Stellt euch mal vor, es gibt eine Razzia im Bundeskanzleramt wegen Mitwisserschaft der Sprengung von Nord Stream 2 aufgrund der Hinweise des BND. Stellt euch das mal vor, was da los wäre. Was da los wäre. Interessant ist am Ende, wer sich dann wie wo rausreden möchte, weil Herr Justizminister Buschmann die Geschichte der Ukrainer über die Akteneinsicht beim Generalbundesanwalt auch schon seit 2 Jahren kennen dürfte. Es wäre aber ein eleganter Weg, diese Regierung ins Nirvana zu schicken und es würde mich nur köstlich amüsieren, wenn wir dieses Jahr auf einmal neu wählen müssten und sie dann alle ihre Köfferchen oder Täschchen packen müssten und nur noch so groß mit Huhn sind. Ich würde es auch nur zu sehr begrüßen, wenn unser Bundeskanzler hier mal in Untersuchungshaft wäre, damit er mal sieht, wie das so ist, wenn man nicht mehr über dem Gesetz steht, sondern wenn man das Gesetz gebrochen hat und der Staat gegen einen vorgeht. Das wäre wirklich amüsant. So viel Popcorn könnte ich gar nicht machen für euch, aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Habt ihr mein erstes Video zu Nord Stream gesehen? Wie fandet ihr das? Wie findet ihr dieses Video zu Nord Stream? Habt ihr eigentlich mein Video gesehen, wenn der Staatsschutz nicht klingelt? Wirklich spannend. Deswegen abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und ich starte bald mein neues Projekt. AfD Observer wird zu Auswandern mit Kopf. Wir bedienen ein neues Thema und befassen uns mit dem Thema, wie wir hier am besten wegkommen. Und ich versuche das so breit wie möglich für alle zu machen, ob das für Familienmenschen ist wie mich oder ob das für Rentner sind, die hier das Land verlassen wollen. Für jeden gibt es am Ende eine Möglichkeit. Deswegen bleib dran, abonniere beide Kanäle, dann verpasst du keines meiner Videos und damit ciao, bis bald.